Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und heute geht es um die Xbox Series X, um die PlayStation 5, um die PlayStation 4 Pro, um die Xbox One X und um die Xbox Series S. Es gab eine riesengroße Welle, hey Stromfresser, eure Konsolen verbrauchen so viel Strom und ihr solltet sie dafür und dafür und dafür nicht benutzen. Oh und oh, ganz viel Verwirrung, ganz viel Muhaha. Angst geschürt. Ich habe eines gemacht. Ich habe alle Konsolen, die ihr hinter mir seht, miteinander verglichen, so wie ihr das Ganze bereits aus der Vergangenheit kennt, vor Jahren, wo wir das Ganze mit der PlayStation Pro, mit der Slim, mit der normalen, mit der Xbox One, mit der S und auch gemacht haben. Wichtig ist, damit ihr heute ein Feingefühl bekommt, für was solltest du die Konsole benutzen, für was solltest du eventuell ausweichen, habe ich Tests durchgeführt. Beim Streamen, beim Spielen, im Menü, im Standby, im Schnellstarten und. Und die Frage, die ich mir stelle, wie hast du deine Konsole eingerichtet und streamst du, schaust du auch Filme über deine Konsole? Sagst du, boah, Strom spielt keine Rolle, der Verbrauch, ich gönne mir da schon einen Film oder eine Serie, oder sagst du, nee, ist mir zu viel Strom, ich schaue direkt am Fernseher eine Serie oder am Chromecast. Also schreib mir, wie schaust du deine Filme und Serien? Für was nutzt du deine Konsole? Und vielleicht hast du auch andere Geräte, die du benutzt. Wir tauschen uns jetzt aus. Vorneweg werde ich euch jetzt den wichtigsten Tipp mit an die Hand geben, diesen dann auch erklären. Wir gucken uns natürlich auch das Gaming an, aber bezüglich des Streamen ganz, ganz wichtig. Hier eine Empfehlung. Was du zum Schluss machst, ist deine Entscheidung natürlich. Wichtig ist, ein Streaming-Stick oder der TV mit der App, der vorinstallierten App, ist momentan die beste Möglichkeit, um Filme anzuschauen. Wenn du einen gescheiten TV hast, hast du dann die Möglichkeit, auf die App zuzugreifen und kannst zum Beispiel Dolby Atmos auch abrufen, wenn du natürlich das auch alles hast, oder Dolby Vision und HDR und. Bei den Konsolen haben wir ein Problem. Die Updates kommen aber vielleicht auch nicht. Aber auch die Sticks, die du dazu kaufen kannst, Chromecast, Ultra oder wie auch immer die heißen, supporten auch diese Funktionen. Also du musst nicht verzichten. Denn es gibt zwei Probleme bei den Next-Gen-Konsolen. Stand heute macht die Xbox 1, die wandelt alles in HDR um, auch wenn es nicht HDR ist. PlayStation 5 hat zum Beispiel keinen Support bezüglich Dolby Atmos und natürlich Dolby Vision. Das ist natürlich nicht gut. Sony legt da einen eigenen Wert. Wir reden jetzt immer noch von Streaming. Natürlich, wenn du eine Blu-ray kaufst und. Gibt es da auch Meinungen, wo gesagt wird, die Blu-ray supportet das, die Audio supportet nicht? Wir sind noch in den Kinderschuhen. Wir stecken noch extrem am Anfang und wir werden definitiv Updates bekommen, die hier das Ganze noch in eine Richtung bewegen werden. Da müssen wir aufpassen. Aber wichtig auch, dass ihr das wisst. Also mein Tipp hier ist, benutzt entweder euren Fernseher, der eine integrierte App hat, oder zum Beispiel einen Chromecast. Denn ein Chromecaster verbraucht lediglich 3,5 bis 4,4 Watt, wenn du streamst. Merkt euch die Zahlen, denn wir springen gleich in die große Übersicht. Zum Punkt, wieso ging das so durch die Medien? Ist das jetzt ein Stromfresser? Ist es nicht ein Stromfresser? Wichtig ist, die haben Länder kritisiert, die jetzt nicht in der EU sind, denn bei uns in der EU wird vorgeschrieben, so ein Stromsparmodus, dass sich das Ganze entweder ausschaltet, du das einstellen kannst, das Ganze sich deaktiviert. Also wir sind nicht so krass betroffen wie andere Länder, wo da extrem hohe Zahlen auf dem Papier gebracht wurden. Aber was bringt uns jetzt Zahlen aus irgendwelchen Ländern, wenn wir hier ganz andere Regeln haben, wenn wir ganz andere Situationen haben? Deswegen gibt es jetzt von mir einen klaren Überblick, welche Konsole was wie viel verbraucht, also die neuesten Generationen, sogar im Vergleich zu den Vorgängern. Wichtig ist, ich habe die Statistik mit aufgerundeten Zahlen gemacht und mit dem maximalen Wert, den die Konsole erreicht hat. Ich werde euch hier noch meine Notizen mit auf den Weg geben, weil das ist halt ein schwankender Wert. Aber um das Ganze zu vergleichen, habe ich den Wert eingefroren, habe den Maximumwert immer hergenommen.
zum größten Teil immer mit demselben Spiel verglichen. Bei einem Game konnte ich es nicht vergleichen, weil es ist ja aus dem Store geflogen. Das heißt, ich konnte es nicht auf die Pro laden und. Aber ich habe euch trotzdem nochmal einen Überblick verschafft. Fangen wir mal an. So, ich habe gerade nochmal eine Änderung gemacht. Es war gestern nachts um 2, anscheinend schon viel zu spät. Deswegen, das sind jetzt die aktuellen Zahlen. Wir schauen uns jetzt den Vergleich der Next-Gen-Konsolen an, okay? Also Xbox Series X, Xbox Series X, PlayStation 5. Auf dem ersten Blick sehen wir, die Xbox Series X verbraucht hier am meisten Strom. Ist nur ein minimaler Unterschied, ist auch das gleiche Game in diesem Fall. Und wir sind hier wirklich minimal. Die Xbox Series S wurde extrem kritisiert, dass die ja sehr, sehr viele verbraucht und das geht doch gar nicht und. Sind wir so krass gar nicht betroffen, wenn wir uns das jetzt auch anschauen. Wir haben hier im Menü der Konsole 35 Watt. 52 Watt bei der Xbox Series X und bei der PlayStation 5 68 Watt. Das variiert hier immer so 1 Watt hin und her, hin und her. Im Bereich Game Menü bedeutet einfach immer das gleiche Bild, wo nicht so viel passiert, wirklich ganz normal das Game Menü. Bei der Xbox Series S 52, bei der Xbox Series X 93, bei der PlayStation 5 83. Also im gleichen Game haben wir hier wirklich einen Unterschied von 10 Watt. Im Spiel haben wir hier 63 bei der Xbox Series S, bei der X 155, bei der PlayStation 5 152. Minimaler Unterschied. Dann kommen wir zum Punkt Netflix. Der gleiche Film, ihr habt gehört, The Chromecast, 3,5 bis 4,4 Watt. Die Xbox Series S 44, Xbox Series X 55. Die PlayStation 5, 70. Das ist jetzt der Wert, wenn du schaust. Es kommt gleich noch ein Wert, wenn du hier rausgehst im Hintergrund, aber die App noch weiterläuft. Und das ist crazy, zeige ich euch gleich. Okay, also das ist dann nochmal krass. Das heißt, du gehst raus, machst was anderes und gehst in die Küche und im Hintergrund läuft die App. Und das ist crazy. Okay, pass auf. Was passiert, wenn du ins Menü gehst und die App läuft im Hintergrund weiter? Was macht da deine Konsole? Was macht deine Konsole, wenn der Film im Hintergrund pausiert ist, beziehungsweise einfach nur die App im Hintergrund offen ist? Xbox Series S reduziert sogar auf 36. Bei der Xbox Series X 51, also fast kein Unterschied. Die PlayStation 5 geht von 70 auf 50 runter. Dennoch ist es immer noch ein Unterschied zu einer Box, die für Streaming ausgelegt ist, oder zu deinem TV, oder halt hier der Streaming-Punkt. Nach ein paar Stunden oder wenn du die App schließt, geht es natürlich nach unten Richtung Menü. Man merkt hier, wenn man das Menü vergleicht, dass Netflix gar nicht so viel verbraucht. Aber das Betriebssystem, die Konsole, wenn sie an ist, verbraucht an sich halt hier schon mal extrem viel. Also es sind vielleicht auch minimale Werte, die sich nur erhöhen. Aber dennoch ist es sinnvoller für die, die darauf Wert legen, auf den Stick oder auf den TV zurückzugreifen. Dann aber den Ruhemodus, den Standby-Modus. Bei der Xbox Series S, wenn du einen Standby-Modus machst, der im Hintergrund verschiedene Funktionen, je nachdem, welche Funktionen du anmachst, Controller laden oder nicht, starten, schneller starten kommt noch, genau, es geht Controller laden, Internetverbundenheit, Update oder, hast du hier bei der S 22 Watt, bei der X 28 Watt, bei der PlayStation 5, Respekt, 3,9. Also hier auf jeden Fall der Standby-Modus von der Konsole, der Standby-Modus. Es gibt auch noch einen ausgeschalteten Modus, der ist aber so klein, dass du den hier gar nicht siehst, nämlich 0,8 Watt bei der PlayStation 5, bei der Xbox Series X 0,5 bis 0,8, also auch extrem wenig. Genau, PlayStation 4 Pro genauso auch 0,8. Xbox One X 1,3, wenn sie ausgeschaltet ist. Also kein Ruhemodus, nur ausgeschaltet. Und Xbox Series S 0,7, 0,8. Dann haben wir hier den Konsolenvergleich Microsoft mit dem Schnellstartmodus. Also alle Werte gleich. Hier kommt aber jetzt dieser Schnellstartmodus mit dabei, weil mir ist aufgefallen damals in meinem Test, dass die Konsole hier warm wird. Und wie viel verbraucht sie, wenn sie in diesem Schnellstartmodus ist? Diesen Schnellstartmodus haben wir ja nur in der Microsoft-Welt. Die Xbox Series S verbraucht 22, also genauso viel, wie wenn sie im Ruhemodus ist. Xbox One X verbraucht 42, also sogar weniger in dem Fall als sogar der Ruhemodus. Das ist verrückt, die One X, genau, haben wir nicht. Und die Xbox Series X
27. Also wir haben hier wirklich auch einen minimalen Unterschied, also auch hier Schnellstart verbraucht also einen Strom. Wenn du es komplett ausschaltest, wie gesagt, 0,6, 0,8 um den Dreh rum. Also du sparst dir natürlich, wenn du sie komplett ausschaltest. Also wenn du Ruhemodus oder Schnellstartmodus machst. Dann haben wir einen Konsolenvergleich. Einen Konsolenvergleich mit Cyberpunk, mit allen Konsolen. Außer die PlayStation 4 Pro, das war mit Spider-Man, aber die PlayStation 4 Version Spider-Man. Und hier konnte ich Cyberpunk nicht starten, weil es ja aus dem Store entfernt wurde. Ne? Also ich kann es nur nutzen auf den Konsolen, wo es installiert ist. Also wir sehen hier, die Xbox One X verbraucht viel mehr als die Xbox Series S. Vor allem hier bei Cyberpunk, wenn du zockst, verbraucht die One X 100 Watt. Im Menü 100 Watt. Die PlayStation 4 Pro, Spider-Man 165 und 152 im Spiel. Hier sehen wir, wir kommen auch gleich nochmal zu Spider-Man. Spider-Man schluckt echt viel, das sehen wir dann, weil der PlayStation 5 Wert hüpft dann auch nochmal extrem hoch, wenn wir die PlayStation 5 und die PlayStation 4 mit Spider-Man vergleichen. Also was sehen wir hier? Cyberpunk. Also was fällt uns auf? Die neuen Konsolen verbrauchen hier im Spiel mehr. Vergleichen wir hier mal Spider-Man mit der PlayStation 5. 190. Im Game 202 im Menü. Jetzt muss man zu Spider-Man sagen, das Menü ist sehr krass animiert, da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, aber 202 Watt im Menü Spider-Man. Und im Spiel 190. Ihr seht, das ist ein optimiertes PlayStation 5 Spiel und das verbraucht extrem, extrem viel. Und wenn du sogar Cyberpunk vergleichst mit der PlayStation 5, ähnliche Werte werden wir auch bei der Xbox Series X haben. Wenn wir hier ein ausgelegtes Spiel haben für die Xbox Series X, dann geht es natürlich auch hoch. Also es kommt darauf an, welche Einstellungen hast du, welche Spiele spielst du. Spielst du noch die alten Spiele, die neuen Spiele, aber auch du siehst hier PlayStation 4 Pro. Die PlayStation 4 Version von Spider-Man schluckt halt auch hier Strom. Aber wir wissen alle, wenn wir zocken, verbrauchen wir Strom. Logisch, da zählen wir jetzt nicht wirklich so erbsenzählermäßig das Ganze. Wichtig ist eher Netflix, hier hast du die Option, natürlich zurückzugreifen auf den Fernseher oder auf den Stick, anstatt Energiesparmodus oder Schnellstartmodus komplett auszuschalten. Hier hast du die Möglichkeit, wenn das Thema für dich wichtig ist, komplett für dich das so einzurichten und das so einzustellen, dass das halt passt. Zum Schluss ist es deine Entscheidung, was du machst. Lässt du es laufen oder regulierst du nach? Ansonsten schreib mir deine Meinung, Daumen nach oben und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.